Hallo und willkommen zu Dead by Daylight. Mein Name ist Felix und ich spiele Nia. Ja, und ich spiele auf zuschauenden Wunsch mit den Perks Leichtgewicht, Beweise dich, Adrenalin und Beharrlichkeit. Und mal schauen, wie wir uns damit schlagen werden. Krankenschwester, okay. Sorry. Ich war sehr vorsichtig. Ich habe halt die Krankenschwester gehört. Jetzt habe ich sie direkt zu uns eingeloggt. Das Gute ist, dank Leichtgewicht hinterlasse ich nicht so viele Spuren. Beziehungsweise die Spuren, die sind... Die tauchen mehr random auf. Und dann wollte ich den Satz weiterführen. Heißt, die Krankenschwester findet mich vielleicht nicht. Aber findet sie doch. Okay, wie komme ich hier weg? Das ist schlecht. Ich gebe ihr direkt einen Indikator, wo ich lang bin. Jagt sie mich noch? Yep. Okay, sie wird jetzt das Stück gehen. Oh, gut gemacht. Sehr schön. Sie hat den Blink so nach unten abgewürgt, weil sie gemerkt hat, dass ich ihr entgegenkomme. Ich dachte mir, das ist die einzige Chance, um ihr irgendwie zu entgehen. Okay. Naja gut, was macht das Team? Theoretisch alle fleißig an den Generatoren, die dort oben wird jetzt gejagt. Dort hinten wurde anscheinend, der leuchtet gelb, der wird wahrscheinlich repariert mit besser... besser gemeinsam oder verwanzen. Und der dort hinten wurde repariert und der halt hier oben. Heißt, wir haben drei Generatoren. Bestärkung, wunderbar. Dankeschön. Genau, zum Perkbit an sich, ne? Ich habe mit Leichtgewicht... einen Stealth-Perk dabei, habe mit Beweise dich einen Reparatur-Perk dabei. Adrenalin gibt mir eine zweite Chance im Endgame. Und mit Beharrlichkeit kann ich schneller kriechen, wenn ich auf dem Boden lande. Was mir auch eine Chance geben kann, irgendwie von dem Killer wegzukommen, falls er mich schlagen sollte. Also was ich jetzt mache, ich renne jetzt extra weit weg von allem und heile mich hier hinten irgendwo. Weil ich meine, wenn die Krankenschwester niemanden jagt und dann vielleicht schon wieder man am Haken ist und dann hört man langsam wieder Herzschlag, könnte es halt sein, dass die Krankenschwester sich denkt, okay, ich hole mir jetzt einfach die Verletzte, den leichten Haken. Und als Krankenschwester geht das auch recht schnell, ne? Daher lieber sehr vorsichtig spielen, weite Strecken zurücklegen und mich dann irgendwo heilen. Okay, Ada wird gejagt. Ich repariere hier jetzt weiter. Ist natürlich nicht so schlau, dass ich hier repariere, wenn dort neben mir direkt ein Generator repariert wurde. Aber ich denke mir, Hauptsache, ich repariere jetzt direkt, anstatt dass ich halt noch drei Runden um die Map laufe. So, ich hoffe, mein Team repariert auch fleißig. Ja, perfekt, der ist durch. Ich weiß ja, dass die Ada dort ganz hinten auch einen hatte. Aber ich denke mal, dass die Krankenschwester den jetzt zurücksetzt, Perks draufhaut, sonst was. Okay, Clodette wird gejagt. Boah, wir müssen aufpassen. Vielleicht sollte ich reingehen, um zu retten. Ja, ich sollte vielleicht wirklich reingehen, um zu retten. Okay, da war schon jemand anders da. Clodette ist auch... Boah, Clodette ist auch schon wieder geheilt, krass. So schnell, vielleicht ein Insta-Heal oder so. Und Ada wurde aufgehoben, super. Ich meine, das ist halt immer so ein Ding, ne? Wenn die Krankenschwester anfängt zu sluggen, eine Person auf dem Boden liegen zu lassen... Und dann irgendwie jemand anders schon wieder verletzt wird. Dort kann es halt sehr schnell passieren, dass das Team dann geplättet wird. Okay. Ich laufe direkt wieder weiter. Ich meine, es ist zwar ein bisschen traurig, den Generator dort hinten aufzugeben, aber... Wenn die Krankenschwester da ist und mich sieht, dann... kennt sie wahrscheinlich kein Halten. Okay, sowieso muss ich aufpassen, ne? Ich hing schon einmal. Kann halt sein, dass die Krankenschwester sich jetzt halt wirklich lieber auf mich und Ada konzentrieren möchte. Also auf Ada und mich so. Weil ihr halt die Haken gerade fehlen und sie einen Kill braucht. So, hallo, beweise dich. Wir reparieren schneller. Okay, komm, beweise dich. Ich krieg mehr Punkte für die gemeinsame Heilung. Beweise dich ist wirklich so ein tolles Punkte-Perk. Wenn du jemanden gemeinsam heilst, ne, ich bekomme jetzt hier für die Heilung 500 Punkte, weil es eine Kooperationsaktion ist, auch nochmal 800 Punkte drauf. Durch beweise dich halt deutlich mehr, ne? Und wenn ich jetzt hier gemeinsam mit anderen repariere, bekomme ich auch deutlich mehr Punkte. Ich repariere zwar auch schneller mit anderen, aber der Hauptgrund, warum ich mit beweise dich spiele, ist halt wirklich die Blutpunkte.
So, denn jetzt gibt es halt 2300 Punkte Kooperationsaktion nochmal oben drauf. Das ist schon mal sehr, sehr lecker. Okay. Falls ihr mit Barbecue spielt, bin ich lieber vorsichtig. Geh nochmal ein Stück weg. Ich habe keine Ahnung, was für Perks die Krankenschwester spielt. Anscheinend Pop. Oder Ausbruch oder irgendwas. Richtung Generatoren treten. Okay, ja, komisch. Ich dachte, der wurde repariert vorhin. So, runter da. Okay, ich habe halt leider keine geliehene Zeit. Was machst du? Okay. Nee, die kann kein Insta-Heal haben, weil die hat noch ihr Medikit. Außer die hat ein neues geplündert. Wahrscheinlich hat die einfach ein sehr, sehr gutes Medikit, mit dem sie sich sehr schnell heilen kann. Deshalb war die vorhin so schnell wieder geheilt. Okay, Rebecca auch schon wieder gejagt. So, geheilt. Ich meine, es macht jetzt keinen großen Unterschied, ob ich hier repariere oder dort. Warum sehe ich die? Ach, Verwanzen. Jemand hat dort eine Wanze auf den Generator gelegt, also war das wirklich Verwanzen. Ey, da wurde verwundet. Au. Ja, Claudette, geh du mal. Ich ziehe hier weiter durch. Boah, wir müssen so aufpassen, weil die Krankenschwester könnte natürlich jetzt auch sagen, haha, ich lasse die Ada liegen. Und campe den Haken. Was sie vielleicht auch machen wird. Und findet die Claudette. Claudette geht für den Tausch. Plötzlich liegen mehrere Leute. So, ich nutze mein Medi... Ich möchte mein... Ach, mein Medikit ist alle. Oh. Ich darf mich nicht verwunden lassen. Okay. Die wird auch direkt aufgehoben. Super. So, runter da und weg. Okay, ich blocke. Ada blockt vielleicht auch nochmal einen Schlag. Ja. Schafft sie's? Ja. Sehr gut. Ich meine, das ist... Es ist auf der einen Seite vielleicht wie eine Art kleiner Gewinn, weil die Krankenschwester die Claudette verloren hat. Auf der anderen Seite sind jetzt so viele Leute verwundet. Und es ist halt eine Krankenschwester, ne? Die uns sehr schnell den Garaus machen kann. So, ich hoffe halt Leichtgewicht, ne? Verwischt meine Spuren genug. Sodass die Krankenschwester mich nicht direkt wahrnimmt. Was? Boah, der ist wieder auf Null. Der war doch vorhin so weit. Wie kann das sein? Vielleicht hat die wirklich Ruf der See überladen, Pop und tritt hier gegen den Generator und der geht dann halt sehr schnell zurück. Also, würde Sinn ergeben. Weil der war doch vorhin recht weit, ne? Und innerhalb von so kurzer Zeit. Und wann halt soll die dagegen getreten haben? Keine Ahnung. Aber ich glaube mal, dass die sowas in die Richtung spielt. Okay, wir hätten hinter mir direkt das Tor. Ist halt wirklich blöd, dass wir alle verwundet sind. Okay, Herzschlag hört wieder auf. Ich muss aufpassen, ne? Wenn ihr mich hier erwischt, dann ist hier der Keller und das könnte richtig übel werden. Claudette wurde erwischt dort hinten. Okay, ich weiß auch gerade nicht, wie das mit meinem Team aussieht. Ne, dort ist ja ein Generator. Ich glaube, dort ganz oben ist auch irgendwo einer. Ich versuche einfach, den irgendwie durchzuziehen. Okay, das hat sie also. Schmerzensecho. Deshalb ging der Generator vorhin passiv zurück. Ich höre trotzdem keinen Herzschlag. Jetzt. Okay. Dann hatte sie die ganze Zeit Schmerzensecho. Boah, und jetzt wird auch gerade die gejagt. Oh, ich wollte gerade in den Schrank gehen. So. Dorthin wird immerhin gerettet. Und wieder wird mein Generator dorthin jetzt mit Schmerzensecho geschlagen. Wo ist der letzte Gen? Also gut, mein Team kommt auch nicht dazu, sich irgendwie zu erholen. Ich denke mir, das wird ein Schmerzensecho-Haken sein, ne? Dort hinten war einer. Oh, ich hätte einfach in meinem Generator bleiben sollen. Immerhin, auf der anderen Seite, immerhin ist die Ada davon gekommen.
die ja tot ist, wenn sie jetzt nochmal hängt. Das ist, ja, ein kleiner Sieg. Okay, die anderen rennen und fliehen. Boah, ist oben im Haus der Letzte? Oh nein, die wurden beide abgefangen gerade. Die wollten mich retten. Jetzt werden die gejagt. Claudette, du musst mich retten kommen. Claudette ist auch tot, wenn sie hängt, ne? Und weg hier. Und ab nach hier unten. Oh, Ada. Ada ist raus. Aber wenn wir den Gen schaffen... Ich hab, beweise dich. Wenn wir beide wirklich den Gen irgendwie... Claudette ist direkt schon... Claudette ist schon wieder direkt geheilt? Jetzt hat sie kein Medikit mehr. Hm. Wer weiß, was die für ein Medikit hat. Anscheinend ein sehr gutes. Okay, das ist nicht gut. Oh, Scheibenkleister. Ich werde womöglich hier sterben. Nein? Sie lässt ab. Ich meine, sie muss den Generator verteidigen. Ich weiß nicht. Ich versuche mich mal versteckt zu halten. Ich würde jetzt gerne rausscrollen, um ein bisschen besser um die Ecken zu gucken. Ja, die ist da noch. Das gibt's doch nicht. Sehr gut. Und Adrenalin. Oh, danke, Team. Und ich bin halt wieder gesund, ne? Weil ich verwundet war. Hätte die mich niedergeschlagen, dann wäre ich jetzt nur verletzt gewesen. So bin ich halt ein gesundes Ziel, was die Krankenschwester irgendwo hinführt. Ich weiß nicht, hier war ein Tor. Ich weiß nicht, ob dort oben auch noch eins ist. Okay, ich versuche einfach Distanz zu machen. Das Adrenalin hat mir gerade echt den Hintern gerettet, ne? Hier oben war doch noch ein Tor, oder? War hier oben eins? Ja. Krankenschwester von mir abgelassen. Tor ist auf 99. Okay, Rebecca wurde verwundet. Und sie ist, denke ich, am Tor, weil sie hat das Tor gerade aufgemacht. Ja, sie ist raus. Oh je, was für nochmal für eine Runde, ey. Der Schrank und Adrenalin. Ne? Wäre ich nämlich jetzt verwundet gewesen, dann hätte mich die Krankenschwester vielleicht nochmal ein bisschen, wie soll ich sagen, zäher gejagt. Sie wäre mehr an mir dran geblieben. Ne? Hätte meine Blutspuren gesehen, was weiß ich, meine Schmerzensgeräusche. So konnte ich halt recht gut wegkommen. Okay, die Claudette hatte wirklich ein krass gutes Medikit mit. Zwei sehr schnelle Heilungen bekommst du damit. Erhöhte Heilungsgeschwindigkeit, fügt eine Ladung sozusagen, eine Heilungsladung hinzu. Ne? Das Medikit halt ohnehin schon schnell. Damit kannst du dich sehr gut schnell heilen. Rebecca hat hier Blutstillungsmittel. Okay. Brandneues Teil. Mensch, Leute, wir waren wirklich vorbereitet. Okay, monströser Schreien, Schmerzensecho. Okay. Versteckmöglichkeit auch interessant. Ansonsten, ne? Erhöhte Reichweite, ne? Das Addon wird ja mit dem nächsten Krankenschwester-Nerf, ne? Oder was heißt Nerf, ne? Überarbeitung wird das Addon auch entfernt, ne? Gibt's nicht mehr. Und verringert die Aufladezeit. Ich glaube, das Addon wird auch umgewandelt. Ne? Diese beiden Addons wird es bald nicht mehr geben. Da denkt sich Krankenschwester, okay, jetzt nochmal ein paar schöne Runden damit. Na gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis denn, tschüss!